Ja, hallo Leute und herzlich willkommen aus der Lausitz. Wie ihr seht, wir versuchen es zumindest, uns an unsere Vorgaben zu halten. Wir haben euch ja versprochen, wir wollen gerne versuchen mit dem Carsten, dass wir jetzt wieder regelmäßiger ein paar Videos machen. Aber letztes Wochenende haben wir uns beide mit Carsten getroffen und haben uns schon wieder mal so ein bisschen auf die Finger gehauen und gesagt, Mensch, jetzt sind schon wieder fast 2 Monate um, aber heute kommt etwas Kleines und wir haben uns vorgenommen, in dieser Woche für euch ein neues Video zu machen. Ist ein sehr spannendes Thema, sehr interessant. Aber heute geht es einfach mal um einen kleinen Foto- bzw. Fernsehtipp. Carsten ist heute leider nicht mit dabei. Er sitzt an einem Projekt. Ich darf das, glaube ich, so noch gar nicht sagen. Soll er auch selber machen, soll er euch erzählen, was er da gerade macht. Sehr interessant. Jedenfalls geht es heute einfach nur mal um einen Fernsehtipp für morgen Abend. Denn wie ihr wisst, ich habe in den letzten 2 Jahren die Fotokamera jetzt nicht ganz beiseite gelegt, aber mich dann doch mehr so ein bisschen um das Film konzentriert, beschäftigt, wie auch immer. Und da hatte der Carsten mal vor 2 Jahren jemand mir gesagt, Mensch, da macht gerade jemand einen Film und hättest du nicht mal Lust, den mal kennenzulernen? Und dann sage ich, okay, klar, warum nicht? Und das ist der Dr. Axel Gebauer, der da vor 2 Jahren, beziehungsweise den habe ich vor 2 Jahren kennengelernt. Und er hat mir sein Filmprojekt kurz erläutert und da habe ich gesagt, Mensch, das klingt spannend. Da versuchst du dich einfach mal ein bisschen mit dran zu beteiligen. Und ja, siehe da, die 2 Jahre sind um. Insgesamt hat der Film, ich glaube, 3 Jahre gedauert, wenn nicht sogar noch ein bisschen länger. Dr. Axel Gebauer, ein sehr renommierter Tierfilmer hier aus der Lausitz und mittlerweile auch gut gewordener Freund, hat hier mit verschiedenen Leuten sehr eng zusammengearbeitet, um diesen Film auf die Beine zu stellen. Und ich glaube, alle, die an diesem Film mitgearbeitet haben, werden sich gesagt haben, Mensch, so schwer kann doch das gar nicht sein, Rothirsche zu filmen. Aber ich glaube, alle wurden eines Besseren belehrt. Das, was ich so mitbekommen habe. Und auf jeden Fall in diesem Film, das geheime Leben der Rothirsche, sind ein paar Aufnahmen von mir mitzusehen. Und ja, ich bin selbst sehr gespannt. Ich selbst kenne den Film schon, wir haben ihn schon gesehen. Aber morgen Abend um, Moment, jetzt soll ich nichts Falsches sagen, am 21.10., das ist Mittwoch, um 18.30 Uhr auf Arte wird er zu sehen sein. Und es werden nicht nur Hirsche zu sehen sein, sondern auch ein paar andere Tierarten, die hier bei uns in der Lausitz zu sehen sind, beziehungsweise hier ihren Lebensraum haben. Aber ich sag mal, viele kennen den Hirsch von der Brunft und viele wissen auch ungefähr, wenn die Brunft, die ist ja jetzt gerade noch so ein bisschen im Gange, also in einigen Gebieten ist es am Abklingen. Wenn man aber solche Plätze kennt, dann kann man diese Tiere gut beobachten. Das ist dann nicht allzu schwierig. Aber was passiert oder was ist mit den Hirschen in den anderen Monaten? Und das ist hier in diesem Film sehr, sehr gut erklärt. Sehr viele wissenschaftliche Fakten auch mal dargelegt bzw. auch erläutert. Und vor allen Dingen wunderbare Aufnahmen von Kälbern. Mehr möchte ich gar nicht verraten. Ich nehme euch einfach mal mit. Es gibt einen kleinen Trailer, den können wir uns mal anschauen. Und dann sehen wir uns auch gleich wieder. Sie gelten als die Könige unserer Wälder. Als ein Symbol für Männlichkeit und Stärke. Aber das ist nur die halbe Wahrheit. Rothirsche sind viel mehr. Sie sind verletzlich, sozial und erstaunlich flexibel. Ihr Leben ist voller Wendungen, Niederlagen und Siege. Das war der ganz kurze Trailer zum Film und wie gesagt, seid gespannt, was da drin alles zu sehen sein wird und wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß. Wir hoffen, dass ihr einschaltet, nehmt euch eine Flasche Bier, Flasche Wein, Flasche Whisky, was auch immer. 18.30 Uhr ist es eh schon dunkel draußen, da kann man nicht wirklich mehr viel machen. Legt die Beine hoch und schaut es euch an und wir würden uns freuen,
wenn der ein oder andere vielleicht doch einen Kommentar dann dazu unter unserem Kanal, unter dem Video jetzt einfach mal abgibt. Und dann, wir sehen uns auf jeden Fall dann jetzt demnächst auch wieder mit Carsten draußen. Und wie gesagt, seid gespannt, was wir für ein Thema für euch haben. Und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Film von Dr. Axel Gebauer, Das geheime Leben der Rothirsche. Bis dann. Macht's gut, bleibt gesund und wir sehen uns. Ciao.